Yo Leute, Outdoor Otter hier. Wir sind heute unterwegs im Pfälzerwald. Hier hat der Verein Pfalzbiker e.V. zusammen mit Ratte fährt Rad zwei richtig schöne neue offizielle Trails gebaut. Und wir fahren die heute. Und da würde ich sagen, da wird die Wutz geschlacht. Viel Spaß mit dem Video. Und auf geht's Leute in den Pfälzerwald. Ich bin immer aufgeregt, wenn es irgendwo neue öffentliche Trails zu erkunden gibt und freue mich, euch hier mitnehmen zu dürfen. Aber erstmal ein bisschen Kulturgut aus dem Auto. Da wird die Wutz geschlacht. Da wird die Wurst gemacht. Und schön ist im Pfälzerland. Nachdem ich Mandy die Hinfahrt mit einem kompletten Kurt-Den-Album beschallert habe, haben wir dann endlich den Parkplatz gefunden und konnten los zum ersten Trail Förlehens. Wo ihr da ungefähr parken könnt, packe ich euch in die Videobeschreibung. Es war einfach einer dieser wunderschönen Herbsttage und wir hatten beide richtig Bock und oben angekommen, konnte es dann auch schon losgehen mit dem ersten Trail. Und hier möchte ich euch ganz unbeschönigt den ersten Pre-Ride zeigen. So Leute, es geht los. Förle 1. Absoluter Blindflug. Wir sind durch oben. Oh. Okay. Ein bisschen dezent aufgesetzt. Ich dachte, das wäre so eine rollbare Stufe. Ist rollbar, aber nicht mit dem E-Bike. Aber geil, geil. Schöner Kiefernwald hier oben. Sage ich extra für Mandy, weil, boah, matschig und nass hier. Sage ich extra für Mandy, weil die lacht mich immer aus, wenn ich mich so über den Wald freue. So, und dann war das schon der Part 1. Ja, ist alles erstmal noch ein bisschen vorsichtig und gemütlich, denn wir wollen uns hier erstmal die Strecke schön anschauen. Und oh, da ist gerade das Hinterrad versetzt. Weiter. Hey Leute, es geht weiter. Hier über den Stein. Ja, hier schön matschige Kurven, nasses Laub. Ist natürlich jetzt ein bisschen. Mal ein bisschen gucken. Vorne ist ein Wanderer. Ist glaube ich ein Shared Trail. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ist halt so. Boah. So, danke. Leute, es geht weiter hier auf dem Trail. Vorne hört man eine Bremse schreien. Schön steinig hier. Mandy kriegt nachher hier noch so ein Pfützenfoto. Da freut die sich schon die ganze Zeit drauf. Ja, hier schön technisch. Ja Leute, jetzt müsste man so fahren können wie der Radde. Dann wird das hier auch ein bisschen actionreicher aussehen. Hier ist jetzt eher so Erkundungsmodus. Aber geil. Geiler Trail. Macht richtig Bock. Hier kann man mal ein bisschen offen lassen. Eine steilere Kurve. Ja, machbar. Ja, hier geht es dann auch ein bisschen gerade. Oder ich bin falsch gefahren. Und weiter geht's hier in den, glaube ich, letzten Abschnitt. Der Trail ist natürlich mit einer Länge von knapp über 800 Metern nicht sonderlich lang. Aber macht Bock, auf jeden Fall. Schöner Uphill sogar, schön flach. Schlängelt sich schön hier um den Berg, tolle Aussicht. Macht echt Bock hier. Hier schön die Anlieger. Das ist so ein typischer Radde-Style. Ist mir auch schon am Zepfle-Trail aufgefallen. Das macht der gern so diese Flachanlieger. Da lässt der sich ja im 90-Grad-Winkel reinfallen. Fast mit dem Lenker auf dem Boden. Das ist geil. Kann man auch schön seine Kurventechnik üben. Hier aus den Anliegern probieren, so ein bisschen raus zu pushen. Und zack, hier endet die Strecke auch schon.
Und weil es so geil war, direkt eine zweite Abfahrt. Diesmal fährt Mandy vor, weil Mandy kennt den Weg. Ich halte Abstand. Und weiter geht's. Weiter Abschnitt, zweite Runde. Ich halte Abstand, Mandy. Jo, ich weiß doch gar nicht, wo es alle geht. Ey, immer dem Trail folgen. Aber wenn hier laut blieb, siehst du? Scheiße. Okay, das war schon mal falsch. Hast du gar gemerkt? Siehst du? Wow! Das wird nicht gut, wenn ich vorfahre. Gott, oh Gott, oh Gott. Pfütze? Geil. Vorsicht, ich bin langsam. Langsam. Oh, oh, oh. Scheiße. Was sagen Sie zum Outdoor-Unterkanal? Super. Was würdest du den Leuten empfehlen, die hier neu auf dem Kanal sind? Dieses hässliche Ding. Was möchten Sie den neuen Zuschauern mitteilen? Abonnieren und liken nicht vergessen. Nach dieser erfolgreichen Runde ging es nun auf den zweiten Trail Förlitzwe. Es geht in die Förlitzwe. Ein Spitzkehrtrail, meine Freunde. Leute, ich kann kein Hinterrad versetzen. Noch nicht so gut, dass ich mich das hier traue. Ich warte mal auf Mandy. Und weiter geht's. Hörle 2. Hörle. Ich trinke hier auch gerne mal Hörle. Ne? Jawohl. Geht doch, geht doch. Das ist geil mit den Kurven. Ja. Wenn man jetzt noch das Hinterrad versetzen könnte, dann wäre das natürlich Bombe. Oh, nee, also die kriege ich nicht. Ich wende hier sehr gerne eine Technik an, der Doppelradversetzer. Man steigt kurz ab, hebt das Rad hoch und stellt dann mit beiden Rädern das Rad in die Fahrtrichtung wieder. Das funktioniert für mich so ganz gut. Aber so geht der Einstead Trail. Macht richtig Bock. Ist natürlich auch alles Übungssache. Die Linkskurven sind irgendwie immer ein bisschen enger. Hier komme ich rum. Ja. Hier noch ein kleines bisschen Speed mit den Steinen. Bop, 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 bop. Und hier warte ich mal kurz auf Mandy. Oh! Ja, Leute, der Förle 2 ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Das ist so ein Leocast-Trail. Also das wäre so der Meister des Stoppies im Hinterradversetzens. Der hätte hier auf jeden Fall richtig Spaß. Für mich ist es leider nicht so ganz, aber ich meine, das ist ja alles auch so ein bisschen Übungssache. Ich meine, es klappt ja schon wesentlich besser als vor einem halben Jahr noch oder vor einem Jahr. So ist das ja halt. Man muss immer das machen, was man nicht kann, damit sonst wird es ja auch nicht besser. Alles in allem kann ich euch diese beiden Trails sehr empfehlen und auch die Landschaft dort ist einfach sehr schön. Also Leute, definitiv einen Ausflug wert. Ich verabschiede mich schon mal aus dem Voice-Over und jetzt gibt es noch ein paar Fahrtszenen. Viel Spaß!
In de Pals geht de Para mit der Pfeif in die Cash. In de Pals, da singt jedes junge Mädel wie ein Lash. In de Pals, lieber Freund, in de Pals. Griech es ganze Jahr, kein trockener Hals. Kurt den. Das war's. Mit dem Video. Ciao.